Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Wir machen hier weiter in Kamwald die letzten paar Meter erkunden. In der letzten Folge haben wir den Drachen beseitigt, also ist es hier jetzt wieder sicherer. Und hier sind noch ein paar Banditen. Aua! Leg dich hin! So. Da sind noch mehr Banditen. Oh, das wird ja jetzt hier ein Spaß, das zu erkunden. Obsidian. Hier sehen wir den Damm noch mal schön. Tötet sie alle! Tötet den. Schubst du doch nicht dauernd rum? Ich will dich schubsen. Irgendwie versteht das Spiel nicht, was ich möchte. Ah! Diese doofen Schilddinger, Fuzzis. Nichts berührte Baumwolle. Da kraxeln wir mal nicht hoch. Ich versuche immer nur so gut wie möglich die Maps aufzudecken. Daher laufe ich hier mal so ein bisschen hin und her. Ich bin der Meinung, wir haben eine Sehenswürdigkeit noch nicht geholt, aber ich weiß nicht mehr, wo die genau ist. Jetzt gehen wir erstmal zum Riss, denn den haben wir auf der Map auf jeden Fall markiert und auch schon gesehen. Und danach kümmern wir uns mal um diese Sehenswürdigkeit. Das nehme ich doch mal mit. Ist sie das? Hier oben? Da sind schon wieder Banditen. Hier ist noch eine Höhle. Ah, wir haben ihn weggemacht. Aber sowas von. Richtig gut. Habe ich doch gerade noch einen Höhlensymbol gesehen. Tatsächlich. Aha! Ich habe mich gerade gewundert, was ist das für ein Geräusch? Ich komme zurecht. Das freut mich. Wirklich? Ganz ohne Sarkasmus oder Standesdünke? Wir leben in dunklen und zornigen Zeiten, Kind des Steins. Vieles, woran die Leute glaubten, liegt in Scherben. Wenn ihr ihnen mit den Welten, die eure Bücher füllen, einen Hauch von Frieden bringt, habt ihr mehr getan als die meisten anderen. Ach so, das ist schon echt Knorke. Ich mag den immer noch super gerne. Und hier ist eine Truhe. Das mag ich natürlich auch sehr gerne. Oh, eine Kriegerrüstung der Dalish. Könnten wir vielleicht mal für uns machen. Wir haben auch noch gar nicht so richtig geschmiedet, ne? Na, so ein bisschen. Oder ich habe, glaube ich, auch vieles einfach offscreen gemacht. Ihr könnt ja mal hier in diese Folge schreiben, ob wir uns mal eine richtig coole Rüstung wieder mal schmieden sollen. Oder ob ich das lieber offscreen machen soll. Ja, könnt ihr einfach mal schreiben. Ich habe das Gefühl, das vernachlässige ich hier so im LP komplett. Ich weiß, an einem gewissen Punkt werde ich... Ja, da oben ist die Sehenswürdigkeit. Werde ich Rüstung schmieden. Aus einem bestimmten Grund, den ich euch dann nennen werde. Voll das Spoiler hier jetzt. Oder das Angeteasere. Aber das ist noch viel zu weit vorgegriffen, wenn ich euch davon jetzt berichte. Und würde tatsächlich einige Leute spoilern, die vielleicht das Spiel noch nicht kennen. Aber da gibt es einen Punkt, da werden wir richtig, richtig schön für alle was machen. So, kommen wir hier irgendwie elegant hoch. Das ist nicht ganz so elegant.
Nein. Ich will hier doch nur Hochspiel. Dieses Klettern ist manchmal so anstrengend. Manchmal klappt es halt und manchmal so gar nicht, so wie hier. Und da muss man halt 10 Millionen Umwege gehen. Und das regt mich auf. Also, nee, wir müssen von der anderen Seite ran. Das hat keinen Zweck. Das hat absolut keinen Zweck. Und ich finde das teilweise so räudig. Es tut mir leid, wenn ich da immer wieder drüber herziehe. Aber wenn man eine Open World macht, wo das Springen etabliert ist, darf es... Es gibt noch Gebiete, da wird es noch friemeliger. Wir hatten das ja an der Sturmküste schon erlebt, wenn da einfach viele Steine rumliegen, dass man da dauernd irgendwie rüberspringen muss. Oh nein, warum wackelt das hier so? Oh, Spiel, verarsch mich doch nicht. Naja, dann darf das halt nicht so ein Gefriemel sein wie hier. Es gibt noch ein Gebiet, da werde ich wahrscheinlich richtig oft meckern. Da geht's nämlich gar nicht. Meines Erachtens. Und das finde ich halt so schade. Also ich finde es cool, dass man halt überall hinkommt. Dass man sich vielleicht auch Gedanken macht, dass man nicht auf dem direkten Weg hinkommt. Aber wo, so wie Sturmküste oder dieses kleine Gedöns hier, wo man wirklich erstmal für 10 Kilometer außen rumlaufen muss. Das geht halt in meinen Augen nicht so. Das finde ich anstrengend und das turnt mich auch ab. So ein bisschen. So, jetzt haben wir es hier. Also, es ist Open World, aber es hätte noch ein bisschen einfacher gestaltet sein können, meines Erachtens. Wir waren aus Cook. Ein Cook und eine Flasche, Weinflasche deuten darauf hin, dass dieser geschützte Ort früher ein beliebter Platz war, um die Aussicht zu genießen. Jemand hat Milton und Lonnie in die Seite der Bank geschnitzt. Waren das nicht die beiden, die wir im Gasthaus getroffen haben, oder hieß sie anders? Sie haben doch irgendeinen Namen gesagt, oder? So, jetzt ab zum Riss. Ja. Also ich hoffe, ich habe mich zu radikal ausgedrückt. Ich liebe das Spiel. Ich liebe es auch, dass es Open World ist, dass das erste Dragon Age ist, wo man mal ein bisschen, sag ich mal, besser die Maps erkunden kann. Aber das Klettern ist teilweise, oder das Springen und Klettern ist teilweise echt mühselig. Ich will nicht diesen Fallschaden riskieren. Und dann hätten wir, glaube ich, auch Kammwald abgeschlossen. Haben wir jetzt alle Sehenswürdigkeiten? Ja, haben wir. Ein Satz ist schon fertig. Ein Riss mit Schatten. Auch das ist doch mal ganz angenehm. Wenn ich gerade hier die ganze Zeit abwechselnd anvisiere. Haben wir denn mal die Chance? Wir haben mal die Chance, 2 zu bannen. So, gleich ausgenutzt. Egal, was noch möglich gewesen wäre, ist egal. Ha, Cassandra, ich war schneller. Was soll das? Hat Solas irgendwie
Dauer-Aggro. Ich habe das Gefühl, der zieht, der kriegt dauernd den ganzen Schaden an. Solis, sag mal, was ist los mit dir? Warum bist du so anfällig? Bist du doch vorher nicht. So, Risse beim Dreiforellenhof abgeschlossen. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Oh, ich glaube, da hinten ist noch eine Höhle. Nimm mal bitte so einen Trank. Falsch. So. Geh jetzt ganz mutig mit Solis vor. Vielleicht sind hier Gegner drin. Vielleicht aber auch nicht. Sieht eher noch nicht aus. Da hinten ist die Rune. Überragende Blitzrune haben wir bekommen. Und ein Opfer durch. Oh, Viridium haben wir noch. So. Dann haben wir Kammwald abgeschlossen. Alles fertig hier. Und wir werden jetzt einmal zur Himmelsfeste zurück, Inventar aufräumen und den einen Einsatz schon mal abholen. Ich mach das so, wir holen erst den Einsatz ab und dann mache ich das Inventar heute mal in der Folge. Und alle, die das nicht sehen wollen, können dann abschalten. Das ist doch ein Deal. Da kämpfen sie in unserem Hof. Inquisitor? Ja. Was wollt ihr? Ja, hier bin ich richtig. Wir haben ja einen Inquisitionsbonus. Was nehmen wir denn? Wir könnten mehr Heiltränke nehmen. Wir könnten das Adelswissen endlich mal nehmen. Oder geschichtliches Wissen. Wir fangen mal mit dem geschichtlichen Wissen an und beim nächsten Mal nehmen wir das Adelswissen. Also, Liliana war hier fertig. Inquisitor, unsere Speer haben in den Westgraten eine Frischwasserquelle entdeckt, wurden aber von einer Wyvern vertrieben. Laut Schwester Rosalie nistet die Bestie in dem Gebiet und wollte lediglich ihr Revier verteidigen. Wie dem auch sei, wir müssen uns um die Wyvern kümmern, bevor wir die Gegend gefahrlos betreten können. 60 Einfluss und ein neuer Einsatz. Gucken wir uns doch mal an. Kommandant, die Lage in der Griffonflügelfeste verbessert sich. Die Wasserquelle ist gesichert und wir haben mehr oder weniger alles unter Kontrolle. Leider wurden bei unseren Einsätzen in der Wüste aber einige Wagesnester zerstört, was die Kreaturen ziemlich verärgert hat. Sie greifen jetzt Karawanen auf der Hauptstraße an und fressen unsere Vorräte. Das macht es schwierig, die Soldaten hier zu versorgen. Wie sollen wir vorgehen, Hauptmann Rylan? Das Problem mit den Vagas ist zum Teil auch unsere Schuld. Wir haben ihnen ihr Wasser und ihr Lebensraum genommen.
Unsere erfahrenen Weitläufer könnten versuchen, die Vagis an einen besseren Ort umzusiedeln. Das klingt doch nach einer coolen Methode. Besser als zur Strecke bringen. Wir versuchen, die mal umzusiedeln. Dann wollen wir doch mal sehen. Genau, das wollen wir echt mal sehen, ob wir das schaffen, Liliana, ne? Dann geben wir jetzt schnell nochmal Sachen für die Kreaturenforschung ab. Und am Ende mache ich dann halt ein bisschen Inventar. Wer sich das noch angucken möchte, darf gerne dabei bleiben. Sollte vielleicht ein bisschen langsamer reden. Und wer das nicht mehr sehen möchte, der darf dann gerne schon abschalten. Oh, das war aber jetzt viel, was wir abgegeben haben. Kriegen wir dafür noch Erfahrung? Anscheinend nicht. Okay, also für alle, die das nicht mehr sehen wollen, vielen Dank fürs Zuschauen. Für alle anderen, die noch dranbleiben wollen, viel Spaß beim Zuschauen. Ich denke nicht, dass wir großartig was ausrüsten werden, was Neues. Ich werde jetzt erstmal schon mal Wertsachen verkaufen. War ja nicht so viel. Also, Waffen. Einhändig. Nee. Backwall. Auch nicht wirklich. Dann können wir da schon mal alles wegpacken. So, mein lieber Bulle. Du bleibst definitiv bei Bereichsschaden. Also kann alles andere weg. Ansteckender Stab. Ist das was für Solus? Nein. Cool. Hier haben wir doch was für dich. Und dann kommt jetzt die Klinge des verbundenen Tuna kommt jetzt weg. Dafür nehmen wir dann den rein. Wobei sind nur 2 Schaden mehr, ne? Komm. Lassen wir so. Das Graue kommt alles weg. Ich hab dann doch lieber die Stats von den blauen oder lila Waffen. Als mehr DPS. So, Kapuze des Aufsehers haben wir bekommen. Okay, Resistenzen. Könnten wir Vivienne geben? Geben wir Solas. Kein Wunder, dass er dauernd umkippt. Der hat noch eine Stufe 7 Dings auf. Dann haben wir noch einen Todeswurzel-Vitar. Ne, da lassen wir das andere, das Mächtige. Ich kann ja jetzt sowas von weg. Und noch ein Helm der Wächter. Was ist denn gerade los? Ich kann überhaupt nicht mehr sprechen, ne? Ist ja schrecklich. Nö, dann kommt der auch weg. Leichtrüstung für unsere Verzauberer. Ach ja, die ist schon mal besser. Für Dorian, dann gucken wir noch mal, was Vivienne hat. Wäre auch besser. Und für Solus wäre die auch besser, ja. Ne, dann kriegt das auf jeden Fall einfach mal Dorian. Jetzt sieht er ganz lustig aus, der Gute. Die anderen, guck mal, die könnten wir vielleicht Vivienne geben. Nein, das so. Und Solus muss halt ein bisschen warten. Hochwertige Jägerrüstung und opferbereit im Tode. Was sagt denn Varric? Ja, beides zu beim. Sarah dann wahrscheinlich auch. Oh ja. Und Cole auch. Aber da gucken wir erstmal. Dann kriegt Varric die jetzt. Und Sarah kriegt die andere.
Und dann kann Cole die bekommen. So haben wir doch mal schon mal einen guten Deal gemacht. Meisterhafte Vorreiterpanzerung. Mhm. Oder er kriegt den Kommandant der Templer. Ah, die könnten wir auch Cassandra geben. Passt vielleicht besser zu ihr. Kriegt Blackwall die. Beim Bullen gucken wir gleich nochmal. Cassandra. Kriegt jetzt die Templerrüstung. Und der Bulle bekommt dann einfach die. Die sieht ja cool aus. So. Ich habe für uns gar nicht geguckt, ne? Also manchmal bin ich auch so ein bisschen betriebsblind. Was tragen wir denn gerade? Wir sollten vielleicht uns nochmal eine neue machen. Okay, Kittys Halsband war beschränkt auf widerstehst alle 60 Sekunden einem tödlichen Treffer. Im Sterben 75% Chance, dass die Hälfte der Gesundheit wiederhergestellt Schutzgeistwert. Aber wir kriegen minus 100% Schadensresistenz für alle Schadensarten. Finde ich nicht so geil. Ich hätte gern schon meine Ringe, die den mächtigen Schlag bzw. den Knaufschlag verbessern. Daher würde ich den Lebensentzug Ring irgendwem anders geben. Warte, wir machen das mal so. Ah, ich sehe nichts. So. Eile. Schutz. Schutz kann nur ein Tank tragen. Also ein Krieger. Guck mal, kriegt Blackwall den einfach verbessert. Das andere kommt weg. Da ein Lebensentzug. Rasende Wut. Schildschlag. Was hat er denn jetzt schon? Guck mal, dann kriegt doch einfach Blackwall den hier. Dann kriegt Cole den. Wir haben ganz viele Kriegerringe bekommen, sehe ich gerade. Der Bulle hat noch nicht alles. Horn des Helden-Dingsbums. Alles andere hat er nämlich nicht als Fähigkeiten. Guck mal, dann kriegst du den verbesserten Schildschlag. Okay, dann sind wir hier auch durch. Aufwertungen. Kommt alles mal weg. Die Runen packe ich noch weg. Genauso wie, oh, Kittys Halsband. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht. Da. Was anderes Lilanes hatten wir nicht, ne? So, der Rest kommt weg. Wir sind wieder leer und ich würde sagen, ich habe mal für einen Lord gearbeitet, der seine Katapulte mit Ambossen beladen. Mal, ob wir uns eine bessere Rüstung herstellen können. Eindeutig. Schau mal, die Dalish-Rüstung ist besser. Ja, stellen wir uns eine Dalish-Rüstung her. Wir werden jetzt noch nicht kein Meisterstück versuchen. Also wir können vielleicht irgendwas anderes nehmen, aber nichts, was... oder probieren wir doch einfach aus. Komm, probieren wir heute einfach mal aus. Wir könnten Lasurit nehmen. Oder Obsidian. Oder Paragon-Schimmer. Also wir haben schon mal was, was uns den Rüstungswert von... Also von 191 gibt. Aber nehmen wir das, was wir viel haben. Ich färbe das sowieso um. Ich färbe mir die Rüstung sowieso ein, wie ich das gerne hätte. Verteidigung, Fernkampf wäre nochmal was ganz Gutes. Oder Trennung halt, ne? Komm, nehmen wir Trennung.
und Verteidigung Fernkampf. So, und dann packen wir, was packen wir hier rein? Komm, wir haben Eisenbocker, haben wir 4 Stück. Probieren wir es mit Eisenbocker aus. Ist kein Meisterstück geworden, aber egal. Wir haben eine neue Rüstung. Ah, Quest ist aber erledigt. Jetzt färbe ich mich nochmal schön ein. Blutstein sieht schon cool aus. Onyx sieht auch cool aus. Wir müssen mal gucken, was wir hier noch so von den Farben her... Ach, das ist vorne. Mhm. Was verändert sich hier? Irgendwas, was ich gerade gar nicht sehe. Okay, also wir haben auf jeden Fall diese grüne Grundtönung. Das heißt, wir packen mal irgendwas dazu, was halt mega cool aussieht, wie Dragostein zum Beispiel. Onyx sieht auch cool aus. Oder Pyrophyt. Ich glaube, wir nehmen mal Pyrophyt. Pyrophyt, so. Und dann laufen wir jetzt mal so rum. Und rüsten die uns natürlich aus. Und haben jetzt mal ein bisschen mehr Rüstung. Und haben ein neues Gewand. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir verkaufen die. Ja, und dann sind wir mit der Folge durch. Ein bisschen länger. Aber wir haben jetzt auch Inventar gemacht. Dann erstmal für alle, die noch dran geblieben sind, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.